Guten Tag, ich bin das Ding und herzlich willkommen zur 40. Folge von Big City. Ja, wir haben heute ein ganz klares Ziel. Wir wollen es schaffen, dass wir die Produkte herstellen, die wir für die erste Ausstellung brauchen, die erste Weltausstellung. Wir haben genug Investoren, 5000, aber davor werden wir noch etwas berichtigen, was ich falsch gemacht habe. Ich habe falsch Ihre gerechnet. Stadt ist attraktiver Wir geworden. produzieren 2400% Kaffeebohnen. Ein letzter Blick. Ah, Zeitung, Ich Moment. bin kein großer Redner. Meine Wir machen Stimme wieder klingt minus besser, wenn man sie 15% lobt. Waren. Der Subtext ist mit bloßem Auge ja kaum zu Und erkennen. minus 10 davon und 10 davon veröffentlichen. Ich denke nicht, von mir werden Sie keinen Mumm. Also ich habe es Es nochmal zählt nachgerechnet. Ihre Wir haben hier Handschrift. 170% Produktion, 30 und 40 plus die 100. Manchmal ist, was gedruckt wird, einfach zu schön, um wahr zu sein. Im Endeffekt brauche ich 16,3 hiervon. Also 17. Ich habe Verbrauchsgüter 7. Ach ne, Entschuldigung, 14. Also brauche ich noch 3. Machen wir das mal eben, ne? So. Noch ein. Ein Feuer ist ausgebrochen. Explosion, diese Rumbrennereien, die explodieren auch ständig, Eine ne? Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Und noch ein. Dann haben wir genug. Ihr hattet völlig recht, ich habe mich verrechnet. Ich war da auch, denke ich mal. Moment, bist du noch im Einzugsgebiet? Nein. Okay. Dann muss ich hier noch einen hinbauen. Und ja, komm, ich baue da einen hin. Gut ist. Machen wir mal. Ah, nee, nee. Ja, komm, egal. Machen wir bei der nächsten Erweiterung ordentlich. Genauso wie das hier. Hauptsache, es läuft erstmal. Ich will jetzt nicht so viel Zeit damit verschwenden. Rumbrennerei. Gucken wir uns die ganze Chose mal an. Ah, es ist noch am Brennen. Okay, hier ist keine Quest. Weiter geht's. Alte Weltkarte. Trauben. Perfekt für weitere Investitionen. Und Obstkörbe brauchen wir. Ich will auch Wir erst. Will ich sollten Wunder der umgehend Architektur machen? investieren. Nee, nee, nee. Was wird wohl die Ich will was anderes Grundlage? machen. Trauben und Bananen, also erstmal die Bananenproduktion hochschrauben. Hier produzieren wir Bananen. Was ist das denn hier? Ach, die Kaffeeproduktion habe ich ja auch noch, ne? Die habe ich ja gelassen hier für die Obreros. Habe ich ja eigentlich, müsste ich doch eigentlich viel zu viel Kaffee haben. Es steigt noch. Ah. Ich stelle gerade die Frage, wo mache ich die Alles Bananenplantagen hin? gelöscht. Deine Truppe ist ganz schön auf Zack. Hier. So, dich wieder aufbauen. Die Flammen wurden gelöscht. Was würdet ihr sagen? Wie viele Bananen soll ich machen? Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Da fehlt mir halt auch die Erfahrung. Sie trauen mir nicht? Nun, es ist genau Ich umgekehrt. mache mal zwei Produktionen. Es dauert ja auch, bis das Ganze alles drüben ist. Zwei Bananenproduktionen. Wie viel produzieren die denn? Alle 30 Sekunden. Also kriegen wir jetzt alle 15 Sekunden Bananen. Ach komm, gönnen wir uns mal richtig. Nicht, dass wir dahin, dass es hinterher ist. Ich habe viel zu wenig. Trauben wird gleich in Anführungsstrichen das Schwierige. Weil ich glaube, habe keine Insel besiedelt, wo Trauben drauf sind. Jetzt eine Route finden, wo ich das noch mit drauf klatschen kann.
Der ist ausgelastet. Da müsste eigentlich auch noch ein Schiff bei. Wenn wir schon mal dabei sind, komm. Wo sind denn meine ganzen Schiffe, die hier waren? Ich habe irgendwie das Gefühl, hier fehlt immer die Hälfte an Schiffen. Gazelle. Ja, komm, du machst das jetzt. Okay. Was habe ich denn noch für ein Schiff? Kaffeeschiff? Nein. Goldschiff auch nicht. Muss ich jetzt extra ein Schiff dafür machen? Verkaufst du mir eins? Mehr Druck im Kessel. Wieso wird mir die gerade nicht angezeigt? Habe ich die übersehen? Gut. Banana Joe nach Big City einladen. Bitte Bananen. Oh, wir haben sogar 300 Bananen. Okay. Dann sollte das in 10 Minuten oder so da sein. Also müssen wir uns jetzt um die Weintrauben kümmern. Hier haben wir Weintrauben. Auf die Station! Was macht der da? Warte mal dahin. Dann brauche ich hier Materialien. Ich habe hier noch Luke Lane stehen. Der sollte eigentlich Materialien darüber bringen. Aber Planänderung. Verbrauchsgüter. Sekt. Was brauchen Weintrauben? Holz. Sehr schön. Dann lad mal Holz auf. Und ein bisschen Ziegel. Und noch mehr Holz. Und fahr hier runter. Was braucht der? Nur Felder. 128, okay. Nur Felder. Das wird hier unsere Sektinsel. Aber Weintrauben brauchen wir eine Überproduktion. Ich kann ja schon mal im Blaupausenmodus alles bauen, ne? Zieh ich mal hier so die Straße. Zwei Lagerhäuser. Dann die Hand. Und ich drehen. Soll auch ordentlich aussehen. Ausnahmsweise. Wie viel produziert ihr? Alle 2 Minuten nur. Leute. 10 Bauern nur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kostet 200 im Unterhalt. Okay. Machen wir mal 6 Stück. Gönnen wir uns richtig. Jo, das sieht doch ordentlich aus. Weintrauben sind anscheinend richtig leicht zu bauen. So. Wusstet ihr, dass man mehrere Gebäude einer Art gleichzeitig aufsteigen lassen kann? Ich gehe jetzt auf dieses Pluszeichen, drücke Shift und so. Also so ist eins, ich drücke Shift 2. Ich drücke so hier und dann Shift, dann sind es alle. Warum zeigt er nicht alle an? Zeig nur 4 an, okay. Ah, die beiden kann ich ja schon mal ausbauen, ne? Das dauert jetzt bis der da ist. Ich habe doch bestimmt ein Schiff übrig. Erstmal die Schlachtkreuzer kurz sortieren. Die sind komplett auf der Karte verteilt. Und die haben auch 4 Plätze. Ach, der ist gar nicht besser. Der sieht nur besser aus. er macht mehr Schaden. Minimal. Flotte bereit.
Ach, das Piratenkonom, da haben wir auch noch. Okay. Flotte unterwegs. Ja, auch dahin. Und der fährt bis hier oben hin. Geht's noch? Du auch hier hin. Ich mach das gerade, weil wir sowieso warten müssen. Auf die Materialien, ne? Ich kann ja schon mal welche ausbauen. Die Felder direkt mit ausgebaut. Ja, wie sieht das denn, das schöne Ding aus? Ah. Sehr schön. Da muss man direkt an den Mosel denken, ich zumindest. Da habe ich früher gerne Urlaub gemacht. So ein Wochenende. Eigentlich müsste man das an die Berge bauen, ne? Oder hier so hin oder hier hin. Okay. Dann hätten wir bald die Rohstoffe dafür. Und dann können wir die Veranstaltung beginnen. Und dann möchte ich auch immer wieder Veranstaltungen gerne machen. Ich baue mal einfach ein. Ich bin noch im Blaupausenmodus. Während wir warten. Habe ich noch ein Tier? Ja. Den Pelikan mal da rein. Und Schwertfisch auch noch da rein. So. Okay. Und jetzt mangelt es an Einfluss. Das liegt an unserer Kriegsflotte. Ich lasse mir auch nicht mehr die Bente. Ich kaufe sie erstmal auf, so allmählich. Ne? Wie sieht's aus mit der Diplomatie mit ihr? 27 nur, okay. Oh, wie selbstlos. Können immer noch keine Handelsrechte, ne? Nein. Schreiben ja auch Leute drunter. Handeln mit den Piraten, dass du Handelsrechte kriegst. Ja, das geht nicht so ganz leicht. Bereit für neue Befehle. Also zumindest um den Ruf zu verbessern. Handel doch einfach mit mir. Ja, dafür brauche ich erst die Handelsrechte. Das ist das Problem. Ist nicht ganz so einfach mit den Piraten. Es dauert halt ein bisschen. Und wir haben ja einmal, oder zweimal sogar, glaube ich, komplett den Ruf bei ihr verloren. Entschuldigung, ich bin, glaube ich, gerade ans Mikro gekommen. Jetzt sind aber die Ressourcen wieder da. Ja. Sehr gut. Kontor ausbauen. Frachtschiff steht bereit. Deswegen habe ich die Ziegelsteine mitgenommen, trotzdem. Und auf das U klicken. Also hier. Und zack, alle ausgebaut. Mehr Druck im Kessel. Und wieder hier hochfahren, Loot Golan. Und in der nächsten Folge dann, also die Folge läuft noch lange, oder fangen wir eventuell sogar in dieser Folge schon mit an, wir haben keine Betonproduktion mehr, wir haben keine Dampfmaschinenproduktion mehr, Glas haben wir noch genug, also Fenster, das muss ich alles wieder aufbauen, ne? Die Dampfschiffwerft hier, die kann ich eigentlich abreißen. Dann kann ich auch die ganzen Kanonen abreißen, die brauchen wir nicht mehr. Ihn hier auch weg. Was haben wir hier drin? Den brauchen wir ja auch nicht. Ihn brauchen wir ja. Okay. Dann kann ich hier unten mir auch ein bisschen wieder Einfluss zurückholen. Das kann ja alles wieder neu bauen, falls nochmal Krieg ausbrechen sollte. Ne? So. Und wir haben wieder Einfluss. Dann kann ich auch mal zu der netten Bente gehen und gucken, ob ihr das gefällt oder nicht. Es geht dir um Wohltätigkeit, richtig? Es gibt uns auch positiven Einfluss bei der Bilanz. Kann man mal machen, ne? Wie sieht's denn aus mit der Attraktivität? Liegt überall verstreut herum. Pittoreske Metropole, eine Kulisse so anlockend wie der Gesang der Sirenen. Sehr schön. Ich glaube, da können wir uns ein bisschen was drauf einbilden. Nein. Okay, er hat nur Schlachtkreuzer, 3 Stück. Ich suche aber gerade ein anderes Schiff. Habe ich noch ein nettes Schiff übrig? Hier habe ich kein Frachtschiff mehr übrig.
ist das für eine Quest? Ich brauche einen speziellen. Nein. Dir ist wohl klar geworden, was du zu tun hast. Ja, Leute. Wir brauchen bald wieder Dampfmaschinen, ne? Ich werde sie und dich kaufe ich eben und verkaufe dich wieder. Bereit. Wir filzen alle. Was ist das für eine Quest? Wir wenden uns nur an die ein Fähnchen im Wind. Ohne dich sind wir besser. Das ist Diablo. Ist auch nur Diablo, was noch hier rumsteht. Komm, du fährst mal wieder in die alte Welt. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe keine Schiffe mehr. Außer meine Kriegsschiffe. Bereit. Ach komm, du machst das. Du fährst von da nach da und lädst ein. Traum. Fertig. Du machst das schon. Sind die Bananen schon da? Ich vermute mal nicht. Nein. Was brauchen wir noch alles? Ich hätte gerne... Immer nachzählen. Ja, tatsächlich die Archäologie. Vielleicht bekommen wir was Nettes fürs Museum mal. Knabbereien und Häppchen haben wir alles. Kartoffeln, Fische, Brot, Wurst. Warenmenge 20 bis 45. Ah, gut, dass das dabei steht. Bier und Schnaps 50 bis 100 haben wir. 20 bis 25 Trauben, Bananen. Haben wir noch nicht. Strom haben wir. Das dauert jetzt noch. Ich gucke in 10 Minuten wieder. Oh, Messing, ich hab's befürchtet. Beton. Brauch. Beton braucht Eisen. Beton braucht Kohle. Kohle. Kohle? Kohle. Und Zement. Zweimal Zement brauche ich dafür. Hier ist einmal Zement. Das braucht eine Minute. Aber dann hätte ich hiermit einen Überschuss. Ein Feuer ist ausgebrochen. Zementmine. Ach, hier haben wir zweimal Zement. Die Luke vom Lager geht nicht mal mehr zu. Hier hatte ich zweimal Zement. Und ist halt die Frage, habe ich hier einen Überschuss an Eisen? Das Lager fällt voll. Wird voll, so. Ach, hier haben wir auch noch ein Kriegsschiff. Oh! Es staut sich hier ein bisschen. Komm. Dann fahrt doch da dran. Hier für ein Fenster, okay. Zwei helfen aber schon mal deutlich. Kampfdeck bereit machen. Fahr du auch mal hier hin. Die Insel heißt Mainos. Du fährst nicht von Mainos. Du fährst von Mainos. Zement auch unter anderem. Ah. Da hatte ich schon was. Sehr gut. Dann müsste ich hier oben Zementüberschuss haben. Und ein Stahlüberschuss. Mir fehlt noch einiges an der letzte Schliff und tada! Es fehlt Baumwollstoff. Liegt daran, dass ich die Route vor kurzem erst verstärkt habe. Ein Schiff war zu wenig. Öltanker brauchen wir auch bald mal wieder, ne? Denken. Denkensding. Material. Ich muss auf 15 Sekunden kommen.
Also zwei Stück hiervon am Strom. Ziegelsteine fehlen, okay. Die bringt Ludgolain gleich hier rüber. Und hier kann mal ruhig eine Feuerwehr noch rein. So. Okay, dann würde ich hier Beton produzieren. Was für eine Kapazität hat die Insel eigentlich? 600, ist mir zu wenig. Ich brauche ganz klar Ziegel. Und Stahlbarren. Dann fahren wir hier runter. Santa Maria. Du packst sie mal eben. Ja, nur Fenster. Fenster und bringst sie hier hin. Sind unterwegs. Wie sieht's aus? Weintrauben 10, Bananen noch keine. Darum hatten wir uns gekümmert. Volles Lager. Ups, abbrechen. Ach, das liegt daran, weil das Lager hier oben auch voll ist. Aber trotzdem verdoppel ich das alles hier. Damit es da auf keinen Fall zu Problemen kommt. Voll ausgelastet, okay. Wie sieht es allgemein mit den Waren aus? Fisch genug, genug, genug. Nähmaschinen nimmt stark zu, okay. Aber das ist auch nur, weil das Schiff gerade abgeladen hat. Hochräder ist halt das Problem. Brillen müssten langsam wieder steigen. Taschenuhren nehmen natürlich ab. Glühbirnen bleiben nur neutral. Das gefällt mir nicht. Aber Taschenuhren mal eben. Wir gucken mal unseren Goldbestand an. Ist im Plus. Das heißt, du darfst wieder laufen. Eine startet die Maschinen. Und dann müssten wir eigentlich auch Goldbarren genug haben, ja. Stören Sie sich nicht an den. Alles wieder auf volle Touren. So, die Lagerhäuser gleich noch ausbauen. Habe ich keins mehr auf Stufe 2 hier? Da. Ach, kostet auch Ziegel, okay. Oh, ist das hier alles so. Das ist eine große Industrie, ne? Ach, finde ich klasse. Und der Strom reicht noch bis hier unten, also können wir bis hier. So können wir hier noch ungefähr alles so vollklatschen mit Gebäuden. Sehr schön. Das Kraftwerk reicht noch einige Zeit. Und es verbraucht halt nur alle 5 Sekunden ein Öl. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Welches ist es? Diablo, ne? Ja, Diablo. Dann fahr du auch mal hier oben hin. Kein Platz mehr frei. Wieso habe ich keinen Hopfen? Habe ich Bier voll? Bier ist voll. Ganz klare Überproduktion. Von allen. Oh, sehr schön. Die Grundsachen brauche ich erstmal nicht mehr nachmachen. Das hat eigentlich zur Folge, dass wir eigentlich mal ein bisschen größer werden können, ne? Wurde beendet. Dann können wir mal ein paar mehr Bauern und sowas machen, die zweite Stufe. Das lasse ich mal frei. Hier unten, ja komm, hier unten kann eigentlich auch hin. Ich weiß gar nicht, warum ich das noch nicht weggemacht habe.
das alles mal bitte nochmal ordentlich. So. Da, wo ein Markthaus ist, will ich auch ein Wirtshaus haben. Dann muss die Straße hier noch weg. So. Du treibst durch meine schwärzesten Gedanken wie ein Geisterschiff. Für die, die sich den Kommentar letztens nicht angehört haben bei mir. Wir kommen dem Punkt, dass ich die ganze Stadt umbauen muss, immer näher. Ich weiß nicht, noch 10, 20 Folgen oder so. Das mache ich dann wahrscheinlich in einer Sonderfolge. So, ich sag mal Folge 50,5. So in etwa habe ich mir es gedacht, das ablaufen zu lassen. Für die, die es nicht gucken wollen. Ja, doch, mache ich so. Dann werde ich ja auch wahrscheinlich auf die 8er oder 10er Bauweise umsteigen müssen. Dass mehr drauf passt. Dass wir eine möglichst große Insel haben. Okay. Folge geht jetzt 26 Minuten. Ich gucke jetzt gleich sofort wegen Weltausstellung. Okay. Und 6. Und 6. Waren. Sind die Bananen endlich mal da? Ja. Die Waffenruhe Trauben 22. Beendet. Trauben 6. Das dauert verdammt lange mit den Trauben, ne? Wie viele Trauben brauchen wir? Ich fühle mit jedem Atem. Zwischen 20 und 45. Wir fangen an. Kommt, Leute. Vorbereitungszeit 20 Minuten. Bestätigt. Das wird das Spektakel. Wir brauchen Bananen. Also klappt. Attraktivität der Ausstellung 100 von 400. Okay. Und das dauert jetzt 20 Minuten. Ausstellung ist. Kann nichts tun. Ja, mal so. Exhibit Comics. Kuriositäten. Spende eines Ausstellers. Einige alte Besitztümer und Statuen von geringem Wert. Alltägliche Materialien. Die spartanischen Habseligkeiten eines ehemaligen Kriegers. Überreste und bescheidenes Grabmal. Alte Schriften, manche davon sind mittlerweile sehr wertvoll. Und einige Relikte, die einmal einer wohlhabenden Person gehörten. Ich bin mal gespannt, wie das abläuft. Das habe ich mir tatsächlich noch nie bei jemandem angeguckt. Wie das funktioniert. Und wir brauchen tatsächlich auch diesen Marktplatz hier noch. Ne? Da holen wir mal alles. Schreibt mal bitte in den Kommentaren, ob es Sinn macht, den Marktplatz näher hier dran zu stellen. Dass ich den hier hinstelle. So, ich habe einige Bauern gebaut. Dann kann ich auch einige Bauern aufsteigen lassen. Komm. So. Und 26.000 Einwohner. Okay, die Ausstellung läuft. Das haben wir geschafft. Dann überlegen wir uns mal eben noch das Thema für die nächste Folge. Kaffee läuft. Das läuft. Ein guter Kapitän achtet diese. Nächste Folge. Ich drück. Ja, wir kommen nicht drum herum. Wir brauchen Schiffe. Nächste Folge Dampfmaschinen und je nachdem wie Zeit ist, Schiffe. Dass wir das wieder reparieren und wenn wir damit fertig werden, eventuell sogar noch Hochräder. Mal gucken, was alles ansteht so, ne? Würde ich mal sagen, ich bin das Ding. Danke fürs Zuschauen. Falls euch gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben. Vielleicht sogar ein Abo. Macht's gut. Tschüss.